Herzlich willkommen bei den Music News. Heute geht es um die neue Single von Beatrice Egli. Denn die hat einen neuen Song am Start, der heißt Was geht ab? Ist bereits live schon länger auf YouTube zu sehen. Wird jetzt aber erst offiziell veröffentlicht. Feuer und Eis sind zwei völlig gegensätzliche Elemente, mit denen Beatrice Egli schon immer bestens vertraut war. Und obwohl die brandneue Single der 29-jährigen Sängerin mit Blick auf die schneebedeckten Schweizer Alpen geschrieben wurde, legt das blonde Energiebündel nun mit Was geht ab? Den wohl heißblütigsten Sommerhit des Jahres vor. Mehr als 2,5 Jahre hat sie nun diesen Ohrwurm mit sich herumgetragen, ihn wie einen Schatz gehütet und ungeduldig auf den passenden Veröffentlichungsmoment gewartet. Doch nun ist der Augenblick endlich gekommen, alle Zeichen stehen auf grün. Was geht ab heißt die nächste Singleauskopplung aus Beatrice Eglis im Frühjahr erschienenen Album Wohlfühlgarantie, mit dem sie auf Anhieb auf Platz 1 der Schweizer Charts und jeweils auf Platz 2 der deutschen und der österreichischen Charts einstieg. Jede Menge gute Gründe zum Feiern also. Sich kopfüber in die Nacht zu stürzen und zu schauen, welche Abenteuer das Leben noch so im Ärmel verborgen hat. Kühle Drinks und heiße Flirts, was geht ab? Im Falle von Beatrice Egli so einiges. Mit ihrem tanzbaren, hoch ansteckenden Mix aus mitreißendem Pop, eingängigem Schlager, moderner Dancemusik, exotischen Latino-Einflüssen und ihrer authentischen, ungekünstelten Sprache trifft Beatrice Egli genau den Nerv der Zeit. Die zweifache Swiss Music Award und Echo-Preisträgerin eröffnet mit ihrem facettenreichen Sound völlig neue Perspektiven, wie frisch und jung der deutsche Schlager im Jahr 2018 klingen kann und auch klingen muss. Beatrice spielt bekanntlich gerne mit dem Feuer, so auch im erotisch knisternden Was geht ab, mit dem sie dem gesamten Musikgenre einen sofort ins Blut gehenden Wachmacher verpasst. Egli Energie in ihrer reinsten Form. Mir war es schon immer besonders wichtig, Musik für alle Altersklassen zu machen, so Beatrice über ihre generationsübergreifenden Stücke. Was geht ab ist ein frecher, lebendiger und voll Lebensfreude nur so strotzender Song, der nicht nur etwas für das jüngere Publikum ist. Ich denke, auch Zuschauer, Zuhörer, die heute vielleicht nicht mehr abends ausgehen, werden sich vielleicht in die Zeit zurückgesetzt fühlen, in denen sie noch in die Disco zum Tanzen gegangen sind. So Beatrice Egli. Ja, das war's von den Music News Amazon Download Links, also für die Single und auch noch für das im Frühling erschienene Album Wohlfühlmomente sind in der Beschreibung zu finden, da auch der Songtext zum nochmal nachlesen. Ich verabschiede mich und sage ciao und bis zum nächsten Mal bei den Music News.